Ich war entsetzt von dem Jubel. Das war ein Enthusiasmus. Es war, als käme, ich weiß nicht was für ein Gott, in der Kutsche daher. Und was meinen Sie? Was hat er mit seiner Reise bezweckt? Bonaparte. Der Herr General hat das Gelände rekognosziert. Glauben Sie? Das Innere und das Äußere. Und wenn wir uns jetzt nicht einigen, hier in Aarau, dann fallen wir den Franzosen in die Hände wie faule Äpfel. Angesichts der sich zuspitzenden Lage wird in aller Eile die Tagsatzung nach Aarau einberufen. Als es dieser Tagsatzung nach über 200 Jahren am 25. Januar 1798 gelingt, einen gemeinsamen Eid abzulegen, mutet es an wie ein leeres Ritual. Denn Basel hat zu diesem Zeitpunkt bereits dem Druck seiner Untertanen nachgegeben, hat Rechtsgleichheit und Volksherrschaft bekannt gemacht und die Franzosen überschreiten noch am selben Tag die Schweizer Grenze, um, wie sie es nennen, den revolutionswilligen Schweizer Untertanen zu Hilfe zu eilen. Auf diesem Platz in Aarau, wo heute Kinder spielen, fand unter offenem Himmel der Schwur statt. Die Anrufung der Vorväter hätte dem eidgenössischen Geist neues Leben geben sollen. Über 30.000 Schaulustige sollen zugegen gewesen sein. Bern stellte die militärische Kulisse, Soldaten und Kanonen und offerierte anschließend ein Bankett. Bern ist es schließlich auch, das den Kampf gegen die französischen Eindringlinge allein aufnehmen muss. Die aristokratischen Stände Fribourg und Solothurn haben bereits kapituliert. Und die Landbevölkerung ist wenig motiviert, ein Land zu verteidigen, in dem sie nicht als vollwertige Bürger anerkannt sind. Nach erbitterten Kämpfen müssen die Berner schließlich kapitulieren. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sich die einfache Landbevölkerung politisch nicht betätigt. Bittschriften formulieren, Untertanenrevolten organisieren, das war die Sache der bessergestellten Leute in der Stadt und auf dem Lande. Die Handzettel, die die französische Regierung überall im Land verteilen lässt, wenden sich nun direkt an diese einfachen Leute. Was ist das für eine Zettel? Das ist eine Proklamation. Warum lesiert die Proklamation? Habt ihr gewusst, dass uns unser General Freunde und Brüder seid? Freunde und Brüder. Die braven Soldaten, die ich die Ehre habe zu kommandieren, stehen unter den Waffen gegen die Tyrannei, die euch unterdrückt. Nicht als Eroberer. Nur als Freund der würdigen Nachkommen Wilhelm Tells. Nur um die schuldigen Räuber einer Souveränität zu bestrafen, befinde ich mich in diesem Augenblick mitten unter euch. Seid frei! Die französische Revolution befiehlt es euch. Um es zu sein, braucht ihr nur zu wollen. Warum haben die sie dem Aufgebot von der Obrigkeit nicht folgen wollen? Wir wollen doch nicht für die Herren zu Bern blüten. Es ist dann keinerlei, ob wir unter unserer Obrigkeit oder unter fremder Vormundschaft verhungern müssen. Es kann auch noch besser werden.